Der Superaffe ist in Bloons Tower Defense 6 einer der allerbesten Türme, die es gibt. Man kann den True Sun God machen und natürlich auch den schwarzen Sun God machen. Man kann den Anti-Bloon machen, also den Robo Monkey Pass. Man kann einfach den Batman, also die Legende der Nacht machen. Und durch einen extra Mod können wir noch auf den Overlord von Mount Vesuv gehen. Was würde jetzt passieren, wenn wir diese vier Superaffen-Skillungen nehmen und alle zusammen zu einer fusionieren? Das finden wir jetzt gleich heraus. Und sind wir mal ganz ehrlich, hierfür gibt es nur einen Modus und eine Map, die wir benutzen können. Und das ist natürlich der Impoppable-Modus auf der Map Firing Range. Einfach, das ist einfach die Map, um solche Sachen auszuprobieren. Ich werde jetzt hier erstmal ein paar Wurfallaffen platzieren, dass wir halt nicht sterben. Ich werde auch ein, zwei Cash-Drops nutzen. Ist mir egal, ob da irgendwer sagt, das ist aber voll noobig, dass du Cash-Drops nutzt. Wir brauchen so viel Geld und es ist ja auch einfach nur ein Showcase, deswegen wir wollen ja Spaß haben und nicht irgendwie, keine Ahnung, beweisen können, dass wir hier geil farmen können oder so. Deswegen, hier kommt der Superaffe hin und ich platziere jetzt hier auch direkt die erste Farm, weil ihr wisst, wir brauchen unfassbar viel Geld. Alleine der schwarze Sonnengott kostet, glaube ich, im unplatzbaren Modus, lass ich mal kurz einen Affenfarmer kaufen. Ich glaube, der kostet einfach im unplatzbaren Modus schon. Lass ich mal gucken, was kostet der denn? Die mittlere Skillung kostet, ja, 140.000. Das sind nochmal 300.000. Das hier, ja, der kostet 1,6, 1,7 Millionen oder so. Und dann kommt ja unten noch die 1 Million Skillung oder 1,2 Millionen Skillung dazu. Also wir brauchen 3 Millionen oder sowas, um unseren 5555 Superaffen herzustellen. Deswegen, wir müssen echt gucken, dass wir richtig viel Geld farmen. Und das machen wir halt am besten, indem wir am Anfang einfach Cash-Drops nutzen. Und wir haben ja natürlich, damit das alles funktioniert, den Ultimate Crosspathing Mod an. Das heißt, wir können uns auch hier komplett Farmen on Crack kaufen, die halt richtig krass viel Geld machen. Ich werde als allererstes mal hier den Superaffen upgraden, dass der auch in der Lage ist, dann Runde 24 kaputt zu machen. Und zwar die Camo Bloons. Dafür muss ich das hier skillen. Und dann skill ich einmal noch unten in Heated Darts rein. Das mache ich, damit Runde 28 auch easy durchgeht. Aber ich glaube, vorher kaufen wir noch einen Farm. Dafür sollte eigentlich Geld da sein. Gehen wir hier direkt wieder auf den Marktplatz. More Valuable Bananas. Bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich habe hier einen kleinen Speedraffer drauf, damit das Early Game hier nicht so langweilig ist. Achso, meine Prediction für heute ist übrigens... Ja, was ist meine Prediction? Ich weiß, ich wurde in den letzten Tagen immer wieder enttäuscht, wenn ich irgendwie eine Prediction gemacht habe, weil ich irgendwie immer vollkommen falsch lag. Aber dieses Mal, ich sage Runde 300. Runde 300. Ohne Buffs. Komplett ohne Buffs, also vielleicht hole ich einen MIB, muss ich mal gucken, aber eigentlich brauche ich keinen MIB mit der unteren Skillung. Deswegen, ich sag mal Runde 300 ohne irgendwelche Hilfen. Wir können uns ja mal angucken, wie stark der hier, ich verkaufe jetzt auch die Dartaffen, wie stark der hier gegen den Moab in Runde 40 ist. Wir sind jetzt gleich schon bei Runde 40, das Tolle am Super Speed Mod. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, er knechtet den komplett. Nice, so wollte ich das sehen. Übrigens, wenn ihr dieses Video seht, dann ist das wahrscheinlich schon vor 5 oder 6 Tagen aufgenommen worden, weil es ist gerade der 17.05.11.34 Uhr und ich befinde mich gerade wahrscheinlich schon unterwegs in den Urlaub. Ich fliege nämlich nach Tunesien für eine Woche und deswegen muss ich hier für beide Kanäle im Moment die ganzen Videos vorrecorden, damit ich natürlich auch Content habe, auch wenn ich nicht zu Hause bin, weil... Ich sag mal so, wer hat denn schon Bock im Urlaub dann irgendwelche Sachen aufzunehmen oder so? Ich auf jeden Fall nicht. Ich will da schön am Pool oder beziehungsweise am Meer liegen und braun werden. Wahrscheinlich sitze ich gerade, ich weiß gar nicht, was der Zeitunterschied ist. Wahrscheinlich sitze ich gerade irgendwie beim Mittagessen oder beim Frühstück. Kommt drauf an. Unseren Bananafarmer können wir wieder verkaufen. Der macht jetzt eh nichts mehr. Und ich würde sagen, wir gehen ja auf Laseraugen und nochmal auf Laseraugen. Und das war ein Fehler, weil jetzt können wir die nicht mehr angreifen. Deswegen sterbe ich jetzt. Ah, wie dumm. Okay, also wir skippen Laseraugen, haben wir gerade gelernt. Dann mache ich diesen Dot, mache ich auch nicht, weil der kann ja auch keine rumhauen. Dann gehe ich auf Epic Range. Ja, das sollte passen. Epic Range. Wir können auch irgendwann mal den ultimativen 5555 beziehungsweise schwarzen 5555 Superaffen machen. Aber ich weiß nicht, ob mein Game da crasht. Ich spoiler jetzt mal kurz. Es gibt verschiedene Versionen von diesem Affen, je nachdem, ob du erst unten skillst, ob du erst Mitte skillst, ob du erst den schwarzen Sonnengott machst und so. Also wie gesagt, der sieht dann anders aus. Ich glaube auch, dass seine Stärke jeweils anders ist. Das kann ich aber bisher noch nicht sagen, weil wie gesagt, ich habe nur kurz im Sandbox-Modus ein bisschen rumgetestet. Bei einer von den Skillungen ist auf jeden Fall mein PC gecrashed, direkt als er angegriffen hat. Deswegen, also nicht mein PC, aber mein Spiel. Deswegen müssen wir mal gucken. Ich hoffe, ich schaffe es beim ersten Versuch, die richtige Skillung zu finden, die nicht direkt crasht. Aber es sah schon sehr krass aus, muss ich sagen. Also was der mit Runde 100 gemacht hat, das ist echt, das,
dass ich das hier auf YouTube überhaupt zeigen darf. Falls du übrigens neu hier auf diesem Kanal bist, würde ich mich mega darüber freuen, wenn du ein Abo da lässt. Wir haben in letzter Zeit richtig viele Abos gemacht. Ich komme auch mittlerweile dazu, jeden Tag ein Video hochzuladen, was mega cool ist. Das liegt auch zum großen Teil daran, dass ihr so fleißig die Videos guckt und kommentiert. Also das hilft meinem Kanal wirklich mega. Ich kann auch viel mehr jetzt auf diesem Kanal machen als nur auf meinem englischen Kanal. Macht mir auch natürlich ein bisschen, na, vielleicht nicht mehr Spaß, aber auf jeden Fall genauso viel Spaß, hier Videos auf Deutsch zu machen wie auf Englisch. Auf meinem Main-Kanal, ich weiß nicht, wenn ihr den nicht kennt, guckt euch den mal an. Aber wie gesagt, ne, danke für die ganzen Abos und so. Das unterstützt natürlich meinen Kanal extrem und ja, ich musste dafür jetzt einfach mal mich bedanken bei euch allen. Ich sehe auch sehr oft in den Kommentaren teilweise die gleichen Namen und so, das merkt man sich natürlich auch. Deswegen macht das schön fleißig weiter. Also ich probiere ja auch wirklich, dass ich jeden Tag mindestens ein Video rauskriege. Vielleicht in Zukunft auch dann noch jeden Tag ein Short zu den Videos. Muss ich mal gucken, wie ich das zeitlich schaffe. Ich darf natürlich jetzt meinen anderen Kanal auch nicht komplett vernachlässigen. Und ich habe im Moment noch Bewerbungsphase für die Uni. Kommt alles ein bisschen viel im Moment. Deswegen seid mir da nicht böse, wenn da im Moment keine Shorts kommen. Ich hatte ja gesagt, ich will eigentlich jeden Tag einen Short hochladen. Aber die Videos sind halt, also ich finde persönlich, ein Video ist halt wichtiger, als dann einen Short hochzuladen. Deswegen priorisiere ich das immer so ein bisschen mehr, dass ich dann mit den Videos mehr sympathisiere, anstatt mit den Shorts. Und ich merke gerade, wir brauchen jetzt langsam mal hier ein Upgrade. Deswegen RoboMonkey, Dark Knight. Okay, sollte passen. Mittlerweile haben wir auch 300.000. Ich stelle mal auf Stärkster und Erster. Und sollen wir die Stufe 5 Skillung direkt voll machen? Das Ding ist, ich glaube, wir müssen ihn sowieso später nochmal komplett neu bauen. Weil, wenn ich den hier... Ich darf diese beiden nicht auf Stufe 5 auf jeden Fall skillen. Weil das Game crasht, meine ich, wenn ich diese beiden auf Stufe 5 habe und dann probiere, den schwarzen Sonnengott zu machen. Deswegen lasse ich die erstmal hier auf Stufe 4. Ich gehe jetzt mal noch doppelt in Laser rein. Und ja, man sieht ja eigentlich, wirklich hat sich nicht viel verändert. Also es ist der normale RoboMonkey, der so ein bisschen so einen schwarzen Schimmer um sich herum hat. Naja, ganz cool auf jeden Fall. Ich platziere jetzt mal noch die letzten Farms. Ich verkaufe jetzt auch mal Ben, weil Ben macht jetzt auch nicht mehr wirklich viel. Und, ach so, was ich noch sagen wollte, für die Leute, die vielleicht noch nicht so lange Blooms von euch spielen, es gibt im Moment ein Amazon Prime Bundle. Das bedeutet, wenn ihr einen Amazon Prime Account habt, oder eure Mutter, oder euer Vater, oder euer Bruder, eure Schwester, was auch immer, euer Kollege, könnt ihr euren Account mit diesem Amazon Account verbinden, sofern ihr euren Account auch angemeldet habt. Das heißt, ihr müsst halt eine E-Mail und so haben. Und dann kriegt ihr dadurch einmal, ich kann das mal vorlesen, ich muss das mal ganz kurz aufmachen. Ihr kriegt dadurch einmal Admiral Brickell als Held. Ihr kriegt dadurch kosmetischer Gegenstand Wasserballon Pop FX. Das ist so, wenn die Blooms kaputt gehen, sind die praktisch so wie so ein Wasserballon und es platzt halt Wasser raus. Es gibt auch einen ganz lustigen Sound dazu. Und fünfmal tragbarer See. Also das sind diese Dinger, die man hier, diese... mit der Creature-Ente, dass man die platzieren kann und einen Wassertower platzieren kann. Das Coole ist halt wirklich, es gibt Brickell, also da spart ihr euch 5000 Monkey Money, wenn ihr den nicht habt. Und es gibt halt diesen Wasserpop, wie soll ich das nennen, Skin, sag ich mal. Der ist auch ganz cool, den habe ich auch eine ganz lange Zeit benutzt. Irgendwann ging es mir dann doch auf den Sack, aber wie gesagt, finde ich einer der coolsten Sounds. Deswegen, also ich empfehle es euch, wenn ihr das nicht habt und die Amazon Prime hat oder irgendwas eurer Familie, holt euch das auf jeden Fall kostenlos. Okay, mittlerweile haben wir auch schon 2 Millionen. Ich habe ja auch jetzt mehrfache Stufe 5 Farm. Das kann ich übrigens mal, ich mache die alle mal zu Stufe 5 Farm, weil wir haben ja das Geld und wir haben ja den Mod. Deswegen das Ding, jetzt werden wir auf jeden Fall gleich genug Geld haben in ein paar Runden. Die hier verkaufe ich mal, sonst sieht das so komisch aus, wenn da eine andere ist. Aber ihr seht, mittlerweile, er fängt langsam an Probleme zu kriegen. Also er braucht schon länger jetzt für die BFBs und so. Ich bin mal gespannt, ob der hier der 2-4-4-1 Tower bis Runde 100 schafft. Ja, ich denke so Runde 119 rum werden wir dann genug Geld haben, um unseren Affen, um den es eigentlich hier in diesem Video geht, endlich zu beschwören. Wie gesagt, das ist halt ein sehr teurer Affe, deswegen wird das Video heute ein bisschen länger als sonst. Aber naja, man hat halt manchmal ein kürzeres Video, man hat halt manchmal ein längeres. Ich finde es sowieso eigentlich ganz geil, wenn meine Videos so 16 bis 18 Minuten lang sind, anstatt immer nur so 10 Minuten, weil dann kann halt jeder für sich entscheiden, gucke ich mir das komplett an oder skippe ich vielleicht nur zu einem interessanten Part am Ende oder so, wo ich halt dann wirklich den Turm sehe oder so. Finde ich eigentlich eine ganz entspannte Länge, so 16 bis 18 Minuten rum. Runde 98 wird hier komplett zerscheppert, da ist Runde 100, ich mach mal auf normale Geschwindigkeit. Ja, BAD-Damage ist noch nicht so geil. Was ist los, Bruder? Naja, ich muss sagen, wir haben ja auch keine Stufe 5 Skillung drin, ne? Also, er schafft es ja trotzdem. Er kommt nur bis zur Hälfte von der zweiten Bahn. Aber naja, so machen wir mal weiter. Wir haben eigentlich genug Geld, oder? Eigentlich könnte ich es probieren. Ich mache mal auf Pause, komm Leute. So, wir verkaufen alles und dann bauen wir ihn neu. Wir haben genug, ja, wir haben safe genug. Wir haben 6 Millionen.
Okay, wir fangen an. Ich zeige euch jetzt, wie man den baut. Also, ihr müsst natürlich auch alle Mods haben, die man dafür braucht. Wir haben hier einmal die Legende der Nacht und den Robo-Monkey. Die dürfen nicht in Reichweite sein, weil, ne, sonst funktioniert das mit dem schwarzen Tempel nicht. Dann gehen wir hier auf 1,2 Millionen, holen uns die Adora, gehen hier auf 3 und gehen hier auf 3. So. Sun Avatar. Jetzt müssen wir die Opfer bringen. Das wäre dann einmal hier der Heli und die Kanone. Und der Alchemist. Jetzt opfern wir den. Nice, jetzt haben wir hier den Mini-Avatar-Dude. Jetzt machen wir das gleiche nochmal. Das ist wie gesagt nur eine von den verschiedenen Versionen. Ne? Es gibt verschiedene Versionen. Ich weiß nicht, welche ich in Thumbnail packen werde. Es gibt halt auch, wie gesagt, noch zwei, drei andere. Muss man kurz überlegen. Alchemist noch und den Affenpionier Ultra Boost. So. Okay. Die großen Kanonen. Das ist jetzt diese Version. Wir machen gleich noch die andere Version, Leute. Das ist jetzt die 5-5-5-5 Version, wenn man den hier als erstes nimmt. Man kann den hier aber auch als letztes skillen. Okay, strong und first. Okay, und das Game crasht nicht. Perfekt, sehr gut. Ah, das Problem ist jetzt, seine Attacke ist die vom VTSG, was nicht so geil ist, weil ich wollte eigentlich die Adora-Attacke als Main-Attacke haben. Da müssen wir nochmal gucken. Vielleicht werde ich den schwarzen Sonnengott dann rauslassen und werde nur den True Sun God machen. Müssen wir mal gucken gleich am Ende. Ich würde aber jetzt einfach mal ein bisschen den Speed-Modus laufen lassen. Wir gucken uns mal Runde 119 an und dann gucken wir mal direkt, wenn wir so auf Runde 160 springen, 180, immer so ein 20er-Steps, dann gucken wir uns an, wie gut er performt. So, jetzt gleich sind wir bei 119. Und ja, ihr seht, ne, er knechtet die halt komplett. Also er ist ultra stark. Wie gesagt, gleich kommt die Adora-Version, Leute. Die ist, das ist noch, das ist ganz krass gewesen, was ich da im Sandbox-Modus gemacht hatte. Da ist wirklich, das hat so angefangen zu laggen. Das war so krass, wenn der Adora da mit 200 von diesen Inferno-Ring-Meteoren um sich schießt. So, wir sind jetzt gleich bei Runde 140. Wir haben ja echt, ja, 6 von den kleinen Sun-Avataren. Die machen irgendwie gar nichts. Die kommen gar nicht dazu, Damage zu machen. Die haben wir ja auch noch. Die habe ich gar nicht mit einbedacht. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Runde 140. Der gepanzerte BRD kommt bis zur Hälfte. Okay. Von der ersten Strecke, muss man natürlich sagen. Bis zur Hälfte von der ersten Strecke. Bin mal gespannt, wie das dann bei Runde 160 oder so aussieht. Runde 160. Ich weiß nicht, kommt hier ein BRD oder so? Ja, da kommt einer. Okay. Jetzt kommt der normale BRD schon bis zur Hälfte. Also, Leben hat sich ungefähr verdoppelt, aber wie gesagt, also Runde 200 safe drin, safe call. Runde 180, hier kommt wahrscheinlich auch gleich wieder ein BRD. Die gepanzerten ZOMGs kommen schon oben bis zur Mitte, das ist, ja, aber 120 Level noch, das ist safe drin, oder? Was meint ihr, Leute? Also, würde mich wundern, wenn wir jetzt vor Runde 200 nicht weiterkommen. Was hatte ich gesagt, meine Prediction, war das Runde 250? Das wird vielleicht ein bisschen knapp. Wir müssen mal gucken. Oh mein Gott, die kamen schon echt weit. Runde 199. Der BRD geht kaputt, okay. Oh mein Gott, das ist so close. Okay, Runde 200, gepanzerter BRD. Komm schon, den schaffst du easy. Easy, das ist locker drin. Oh mein Gott, der geht überhaupt nicht kaputt, Leute. Ich glaube, das war's. Nein, 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 nein. Oh, der hat gerettet, der hat gerettet, der hat gerettet. Wir sind tot. Okay, es ist Zeit für einen anderen, Leute. Es ist Zeit für einen anderen. Retry last round. Ich muss mal kurz überlegen, wie der ging. Ich glaube, der ging, indem wir nicht den schwarzen Sonnengott gemacht haben. Das heißt, ich baue einfach das gleiche wie eben. Ah, okay, ich habe es herausgefunden. Oh, da ist er. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Wir müssen das doch mal machen. Oh mein Gott, da war er. Okay, wir machen das Ganze nochmal. Wir dürfen dann keine Opfer benutzen. Also, wir gehen unten rein. In den Overlord. Danach in die Legende der Nacht. Danach geben wir ihm die dicken Kanonen von dem Anti-Bloon. Und jetzt als letztes gehen wir noch auf den Sun-Tempel. Und jetzt? Da ist er. Warte, ich kann den eigentlich, kann ich den auch hier bauen. Ich baue das nochmal. Also wir gehen als erstes unten in den Overlord. Danach in die Legende der Nacht. Danach gehen wir in die Riesenkanonen von dem Anti-Bloon. Und jetzt gehen wir noch in den Sun-Tempel und in den True Sun-God. Ganz schnell hintereinander. Und jetzt müsste eigentlich... Da ist er! Der ultimative
5555 Zangot. Wie geil. Okay, ich gebe ihm mal ein Village, weil er hier ja schon relativ zentral ist. So. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Da kommen die Attacken von der Adora. Seht ihr, wie viel stärker der ist? Wie krass ist das bitte? Habt ihr gerade gesehen, was passiert ist? Wir haben vorher Runde 200 nicht ansatzweise geschafft. Der hat den gerade geone-shottet. Oh mein Gott. Was geht hier ab? Das ist komplett insane. Das ist... Was habe ich für einen Mutanten erschaffen? Was habe ich hier erschaffen? Was zur Hölle geht hier ab? Ey Leute, das ist auf jeden Fall der krasseste Tower, den ich jemals gebaut habe. Was ist denn das hier? Also der ist wahrscheinlich schwächer als Luigi und der Sensenmann, aber guckt euch das an, was für ein Konstrukt der Hölle habe ich hier gebaut. Oh mein Gott, ich bin ein verrückter Affenwissenschaftler, ey. So, ich würde sagen, wir gucken uns gleich mal so Runde 250 oder so an, weil das Ganze leckt hier natürlich wie Sau, weil ihr seht die Attacken und so, das ist wirklich insane. Leute, ich kann es übrigens nur im langsamen Modus laufen lassen, weil sonst laggt es wirklich zu krass. Und guckt euch an, Runde 250, da kommt nichts weiter als oben zur Hälfte. Das ist völlig insane, wie viel Damage wir machen. Also meine Vermutung war auf jeden Fall untertrieben. Wir kommen ja locker bis Runde 300. Wir kommen bis Runde 300. Das ist wirklich krank, was hier abgeht. Guckt euch an, wie schnell der attackt und diese ganzen Meteoriten und dann die riesigen roten Shurikens. Und irgendwo greift der crittet dann auch noch mit allem und irgendwo greift auch noch irgendwie einer von den Armen an, aber man kann es auch nicht richtig sehen und das sieht auch so komisch aus, weil Adora dreht sich nicht um, aber der Sonnenavatar dreht sich um und die eine Hand guckt nach unten, die andere Hand schießt irgendwie doch nach oben. Also es ist alles sehr, sehr, sehr scuffed, aber naja. Ja Leute, Runde 299, es ist so mega am Laggen mittlerweile, also ich glaube, ich werde das Video hier beenden, vielleicht... Also wenn es richtig gut ankommt, dann gucken wir mal, wie der ultimative Affe hiervon aussieht und wie weiterkommt. Aber das hier ist jetzt gerade einfach zu viel. Ich glaube, ich muss dafür ein paar Mods nächstes Mal deinstallieren, damit das hier richtig flüssig läuft. Was wir auch mal machen können, ist, wir machen den ultimativen Affen und bauen den dann natürlich noch hier auf der Vengeful Temple Base. Also wir bauen noch den Vengeful Temple, die Vengeful Temple Base unter diesen Affen hier drunter und dann noch ultimativ drauf, also alle Buffs, die es gibt im Spiel. Und gucken uns einfach mal an, was dann passiert. Also ich denke, dann fängt mein PC einfach an zu brennen und ich kann einfach aufhören mit YouTube. Aber egal, das soll es auf jeden Fall gewesen sein mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert gerne meinen Kanal. Wir sehen uns morgen, haut da rein und ciao.